Willkommen bei der vierten Etappe der Burgos-Rundfahrt. Wir sind beim Einzelzeitfahren und wie erwartet wird es sau spannend. Wir sind jetzt schon 15 Kilometer gefahren und wir sehen, Williger führt jetzt mit 5 Sekunden, Sanchez 5 Sekunden dahinter, Sanger 23 Sekunden dahinter. Wir sehen die Abstände, wie sie aktuell sind. Es sind noch 5 Kilometer zu fahren. Das heißt, es könnte ganz, ganz knapp werden mit allen. Also es könnte sein, dass morgen noch Zeit Bonifikationen im Sprint wichtig sind. Also es werden hier Sekundenabstände am Ende sein. Wir sehen jetzt 1 Kilometer weiter, sind jetzt 4 und 19 Sekunden nur noch Vorsprung. Also wirklich gar nicht mehr viel. Wir sehen, dass wir auch gar nicht so viel verlieren. Wir können ja mal virtuell gucken, wo wir sind. Ja, jetzt aktuell auf Platz 7. Mal gucken, ob Papillon müsste noch hinter uns bleiben. 15 Sekunden. Bei 2 besser sollte eigentlich ausreichen. Also entweder wir werden hier 7. oder 8. im Gesamtklassement. Gutes Ergebnis. Die anderen beiden sind auch noch gut platziert. Ist in Ordnung. Heute das Tagesergebnis kannst du natürlich vergessen, weil wir keinen Zeitfahrer dabei haben. Deswegen macht Keimer das schon wirklich gut. Ja, wo ist denn der Papillon? Der gewinnt gar nicht. Achso, der gewinnt keine Zeit auf. Na dann. Habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Ja. Nächster Kilometer sind noch 16 und 4 Sekunden. Also es könnte wirklich sehr, sehr eng auswärts gehen. Wir gucken gleich mal, wie das Ergebnis ist. Der letzte Kilometer läuft, es ist sehr, sehr eng. Sanchez ist noch eine Sekunde hinter Williger. Sanchez hat mehr Punkte, das heißt, darauf kommt es dann als zweiter Punkt an, wenn es zeitgleich ist. Das heißt, wenn sie zeitgleich sind, wird Sanchez erster werden. Ansonsten ist Sanger auch ziemlich dicht reingekommen, aber 10 Sekunden am letzten Kilometer wird er nicht mehr schaffen können. Dann aktualisieren wir, gucken mal, ob der schon berechnet wurde. Nein, fehlen noch 10 Sekunden. Sehr, sehr spannend. Dieser Sanchez oder Williger. Ich habe ja eigentlich gesagt Sanchez. Jetzt wird es doch noch enger als gedacht. Sanchez hat natürlich gestern ziemlich viel verloren. Mal gucken, ob er das heute wieder gut machen kann. Ne, eine Sekunde geblieben. Sanger 6 Sekunden, Willinger vorne, also wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Wir sind 22, 37, 44 geworden, aber kein Problem. Wir sind sogar 7, 14, 19, ist auch noch in Ordnung. Und hier vorne unfassbar eng, also ja, sehr, sehr eng. Theoretisch hat Sanger auch noch die Möglichkeit, morgen durch Zeitbonifikation und gutes Endergebnis, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, auch noch den Sieg zu holen, aber morgen geht's dann für Sanchez wahrscheinlich darum, Punkte zu bekommen. Das wird Hansa vermasseln wollen. Der gute Fahrer hat das zu verhindern. Von daher wird wahrscheinlich Williger die Tour gewinnen.